Pommes, Burger, am besten noch eine Cola als Getränk und dann zum Nachtisch Eis mit einem Cookie. Kann ich mich denn auf einem amerikanischen College Campus überhaupt gesund ernähren? Die Frage kommt ganz oft auf uns zu und ich möchte dir in diesem Video genau die Frage erklären und dazu die Antwort zu dieser Frage geben und dazu dein Spektrum ein bisschen öffnen. Und zwar auf das All-You-Can-Eat-Buffet, was ja tatsächlich auch gang und gäbe ist in Amerika auf den Unis. Das heißt, all das, was ich dir gerade erzählt habe, findest du dort. Genauso wie riesengroße Salatbuffets, wirklich riesig mit gesunden Proteinen. Das heißt, am Ende kommt es auf deine Selbstdisziplin an. Es gibt jetzt hierzu diesen Running Gag der Freshman 15, weil es ja alles von sehr viel sehr gesund zu sehr viel sehr nicht so gesunden Sachen gibt, gibt es immer wieder Leute, die wiegen dann nach dem ersten College-Semester 15 Pound mehr. So, jetzt ist es aber so, dass dieses extreme, vielleicht auch ungesunde amerikanische Essen, was es ja gibt, und das gibt es, weil der Markt dafür da ist, Leute wollen das ja essen, das ist das eine Extreme. Gibt es auch das andere Extrem und das ist bedingt durch die ganze Sportkultur auf einem amerikanischen Unicampus. Dadurch, dass du Sportstipendiaten da rumlaufen hast, die ja auch Leistung bringen sollen, das will ja auch die Uni, die kriegen ja Geld dafür, muss die Universität auch das gesunde Spektrum mit abbilden. Und da profitieren natürlich alle Leute von. Nicht nur von der gesunden Ernährung, die in dem All-You-Can-Eat-Buffet gegeben ist, profitieren alle, sondern auch von der Fitnesskultur. Also, alle Unis in den USA und alle Colleges haben extrem modern, gut ausgestattete, riesengroße Fitnesszentren. Das heißt, wenn du sagst, ich gehe jetzt in die USA und ich möchte es zu meinem Ziel machen, in die to be in the shape of my life, dann kannst du das dort machen, weil du findest super gesundes Essen jeden Tag. Du hast auch sehr kurze Wege zum Fitnessstudio, ja? Also no excuses. Natürlich, wenn du platzen möchtest im ersten Semester aufgrund von ungesunder Ernährung, dann geht das auch. Aber dadurch, dass du halt wirklich kurze Wege hast zu extrem gutem Essen und extrem viel davon und auch praktisch, weil du musstest dir ja noch nicht mal selbst kochen und du das Fitnessstudio direkt um die Ecke hast, 5 Minuten von der Location, wo du wohnst in der Regel, zu Fuß, ist es dir überlassen, wie du dich erlebst, wie du dich ernährst und was du aus dir und den Möglichkeiten, was deine Gesundheit angeht, dort machst. Es ist ein Land der Extreme. Da gibt es auch andere Videos noch zu, was das Ranking angeht. Ist auch ein Land der Extreme. Aber vor allem, was das Thema Ernährung angeht, findest du halt wirklich alles. Und wenn du dich dafür interessierst und herausfinden möchtest, ob das für dich überhaupt interessant ist, ob du als Person geeignet bist, in die USA zu gehen, dann kannst du dich unter diesem Video für eine kostenlose Erstberatung registrieren. Wir werden dich da auch weiterhin informieren, gerade was solche wichtigen Themen wie Ernährung, Lifestyle etc. angeht. Wie gesagt, du kannst dich bei uns telefonisch für eine Erstberatung registrieren. Du kannst aber auch auf diesem YouTube-Channel erstmal auf diesen roten Button abonnieren, unter dem Video anklicken. Dann wirst du immer wieder versorgt mit neuen Informationen generell zum Thema Studium in den USA. Und ja, wir würden uns sehr freuen, von dir zu hören. Auf irgendeinem dieser Wege wirst du uns mit Sicherheit finden. Unter dem Link, unter diesem Video findest du auch nochmal einen Link zu unserer Homepage, um dich da durchzuklicken. Es sind eine Menge Infos für dich da und ich hoffe, bis ganz bald. Ciao.